Aus gegebenem aktuellen Anlass möchte ich gern die Aufmerksamkeit nutzen, um an etwas Anteil zu nehmen, was die meisten von uns sehr bewegen wird. Ich spreche da vermutlich vielen aus der Seele. RIP, Daft Punk, ihr habt mir so viele Jahre durch unzählige schwere Stunden. Okay, nächstes Thema. Auf der Timeline der leider notwendigen Grundrechtseinschränkungen befinden wir uns aktuell ungefähr hier. Wenn das so weitergehen sollte, freue ich mich persönlich schon ganz ehrlich auf den kommenden Teil Lockdown Tokyo Drift. Okay, nächstes Thema. Folgt mir gerne auf meinem hier eingeblendeten offiziellen Twitter-Account, um solche und ähnliche Witze schon früher zu sehen. Okay, nächstes Thema. Euch ist schon klar, dass sobald die Corona-Schnelltests Einzug in die lokalen Discounter erhalten, jede auch nur erdenkliche Körperöffnung damit penetriert. Vielleicht doch lieber anderes Thema. Wenn man mich ehrlich fragt, halte ich das, glaube ich, an sich für eine sehr sinnvolle Sache. Bislang hat die Regierung ja zumeist Maßnahmen getroffen, von denen sie eigentlich nur selber ziemlich überzeugt waren. In der Realität sah das aber ungefähr so aus. So, nächstes Thema. Das Spiel des heutigen Tages. Ist das der Trance-Mix, Alter? RIP Daft Punk. Weißt du, willst ein Horror-Game spielen und wirst erstmal mit der Max Dome Dancefloor Edition Volume 37 beglückt. Herzlich willkommen zu Annual Intruders, ja? Die jährlichen Einbrecher. Die nehmen sich halt immer gerne mal eine längere Auszeit, arbeiten sonst darauf Bestellung, aber man muss ja auch immer nichts überstürzen, ja? Machst du einmal so einen fetten Beutezug, dann reicht das auch für den nächsten Monat. Aber Freunde, ich glaube, es wird euch freuen, weil es soll so ein bisschen sein wie Welcome to the Game, ja? Auf Wish versucht zu bestellen, nicht gefunden, daher auf eBay Kleinanzeigen geguckt, dem Verkäufer letzte Preis ausgehandelt und dann auf meiner Festplatte installiert. So sieht es aus. Das ist bestimmt voll der Hammer. Ich meine, vermutlich nicht, aber naja, mal gucken. Oh nein. Ist das ein Meme-Game? Oh. Och, gemütlich, Alter. Guck mal. Für alle Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation ist gesorgt. Entzückend. Nice. Na gut, dann wollen wir mal. Oder was? Game.exe. Ah. Was? Das möchte ich nicht spielen, Alter. Wo ist mein Steam? Gibt es nicht DVD oder sowas? Okay, vielleicht soll ich erstmal das Tutorial lesen. Hey, hier ist Ethan. Du hast dich da ja dafür entschieden, dies Jahr an dem Spiel teilzunehmen. Also gebe ich dir mal ein bisschen Info, was du erwarten kannst. Also, das Spiel des diesjährigen Jahres ist eine Serie von Bildern, in denen du 9 Punkte finden musst. Klingt einfach, richtig? Ja. Außer die Tatsache, dass die Punkte unsichtbar sind, wenn nicht gerade dein Mauscursor drüber ist. Och nee, nicht echt, oder? Finde alle 9 aufgeteilten Punkte, die in den Images versteckt sind und du wirst gewinnen. Was? Ist meine Pizza da? Ey, was war das? Hä? Was passiert? Oh Gott. Boah, das ist der Bass-Simulator. Yo, what happened? Darf ich bitte das Tutorial erstmal lesen? Nö. Ich habe Gerüchte gehört, es gibt einen sehr, sehr subtilen Hinweis, wenn ein Punkt in dem Bild vorhanden ist. Also es ist nicht in jedem Bild einer vorhanden. Ich kann es nicht rausfinden. Okay, das muss ich machen. Also du streamst das Ganze und ich habe ein User-Interface vorbereitet. Also wirst du sehen, wie viele Leute dir tatsächlich zuschauen. Das nächste, worüber ich schreibe, sind Hacker. Die haben alle nichts zu tun, Alter. Beschäftigen die sich mit dem Thüringer Klos wie mir. Thüringer Klöße müssen sein. Ja, viele Hacker werden versuchen, die Leute aufzuhalten, die das Game gewinnen wollen. Ja? Es braucht für das Game Zeit, die Bilder zu laden. Und Hacker können das sogar noch verlangsamen. Falls du bemerkst, dass das Game langsam arbeitet, dann sollst du dein VPN resetten. What? Mach ich das richtig, Alter? Jo, was passiert? Habt ihr auch gehört? War das random?
Also, ich bin doch noch am Anfang. Lass mich doch mal lesen hier. Meine Güte. Okay, ein anderes Ding, was Hacker versuchen, ist, mich aus dem Game auszuschließen. Das heißt, die blockieren wahrscheinlich die Datei oder sowas. Ja, du kannst es aufschließen, indem du diese Override-App nutzt. Okay. Cool. Nice. Okay. Reset VPN, I installed on your wall to fix the game speed. Alles klar, gut. So deal ich also mit... Oh, wow, das ist exzellent programmiert. So deal ich also mit den Hackern. Und was ist da draußen vor meiner Tür los, Alter? Der Pizzadienst macht da Rabatz. Der ist immer noch sauer, dass ich dem letzten Mal irgendwie bloß 1,50 € Trinkgeld gegeben habe. So, Bedrohungen. Oh Gott, Alter. Roman, das Game. Alles klar. 2013 wurde ein Streamer mit dem Namen XXShadow212XX umgebracht. Live und stream. Ja, das war wahrscheinlich wegen seinem Namen, oder? Als er versucht hatte, das Spiel ja zu gewinnen. Und ja, darauf wurden viele mehr getötet. Die häufigste Bedrohung sind die maskierten Männer. Wer kennt sie nicht, Alter? Um ihre Identität zu verstecken, haben sie Masken. Ach, was du nicht sagst. Ich dachte, die gehen danach noch auf eine Kostümparty oder sowas. Keine Ahnung. Okay, die werden mich umbringen, weil sie nicht wollen, dass ich das Game gewinne. Wow, die haben alle mega Langeweile. Ich streame und es gibt eventuell so ein paar Creeps, die versuchen, meine IP-Adresse von meinem Stream abzulesen. Wenn irgendein Icon die Farbe ändert oder irgendwie so glitchy aussieht, dann versucht das jemand. Okay. 5 Sekunden habe ich Zeit, um das zu bemerken. Ansonsten kommen die her und töten mich. Okay. Wenn ich das bemerke, dann soll ich einfach das Icon, was sich verändert, klicken. Hacker hassen diesen Trick. Alles klar. Also ich soll die Lichter ausschalten, wenn ich irgendwelche Geräusche höre. Und falls sich irgendein Icon verändert, dann soll ich da einfach draufklicken. Okay, cool. Ich fühle mich so hilflos, Alter. Na gut, dann spiele ich mal dieses dumme Spiel. Let's go. Okay. Ah, was ist schon passiert? Ah, tut mir leid. So, was kann ich jetzt hier machen? Have been locked out. Wait. Directory file game.exe. Scan files. Muss ich da eintragen. Und dann findet der mir das Passwort, was sie auf meinem PC hinterlegt haben. Halt echt jetzt? Okay. Also, soll ich das genauso reinschreiben? Scan files. Ach du Scheiße, dieses Game. Oh nee. War das vom PC? Jo, ich weiß es nicht. Kann ich nicht einfach mit Licht aus hier weitermachen? Er ist doch viel chilliger. Guck mal. Oh, ich kann hier nicht ran. Ja, Password not found. Scan, ach so, scan und dann Directory Name. Ja, woher weiß ich denn, was für eine Directory das ist? Das sieht ja anders aus. Wollt ihr mich verarschen, also? Die haben hier einfach eine andere Version drin. Oh nee, die veralteten Anleitungen. Die können einfach nicht mithalten mit dem Spiel. Ach so, ich soll da Reset reinschreiben. Ah, cool. File System Files Application Data. Oder ist das irgendwie die Directory? Scan. Weiß ich nicht. System Files? Ist es irgendwie eins von denen? Oh, cool. Und jetzt Unlock 902. 276. Oh, komm. Das backt da immer so komisch an der Tür. Keiner da. Nee, echt nicht, Alter. Und wenn, dann ist er schon ins Bett. Ja, ja. Aha. Yep. Yep. Wie lange soll ich denn das Licht ausgeschaltet lassen? Halt irgendwie 5 Sekunden oder so? Frech, Alter. Übelst frech. Ich war so kurz davor zu gewinnen. Ja, ja. Der Profi, Digga. Der Profi. Ja, gut. Jetzt weiß ich zumindest, worum es geht. Okay, der Punkt ist unsichtbar, bis mein Mauszeiger darüber fährt. Ah, ich weiß ja nicht mal, ob hier ein Punkt drinne ist, ne? Ja, das ist ein Fleck auf meinem Monitor. Verdammt. Ich verstehe das auch mit diesem Livestreaming irgendwie nicht. Halt, wo ist mein User-Interface? Ich bin der beste Punktefinder der Galaxis, Alter. Danke dir, Digga. Nee, ey, mega geil. Okay, scan files.
Jetzt so eins nach dem anderen, bis ich irgendwann das Passwort da vielleicht finde. Ja, das ist klar. Yeah, ist ein Application Data. 419-3688. Okay. Das war aber spannender als das hier. Oh, hier. Ah, das ist ein Punkt. Es ist schon ziemlich offensichtlich. Was ist hier? Oh, 16 gucken mir zu. Ich habe schon 13 Likes, 8 Dislikes? Wer war das von euch? Es ist irgendwie... Habe ich was gehört? Es ist irgendwie in signifikanten Punkten. Zumindest war das in dem einen Bild jetzt so. Oh mein Gott. Ich habe halt überhaupt keinen Plan. Ich höre was. 100%. So ein Knacken. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob... Wie lange ich hier bleiben muss? Was soll ich denn machen? Da ist so. Alright. Die Frage ist, wenn der hier lang geht, da ist die Tür, dann muss ich wahrscheinlich aufpassen. Wenn er weggeht, bin ich dann safe? Okay, sieht danach aus. Jo, ich checke. Ah, verdammt. Ich weiß halt nicht, welche Overlays das sein sollen, die hier irgendwie rumglitschen. Also, ob diese hier oder hier die hier unten oder so. Auf jeden Fall gucken mir immer mehr Leute zu. Einfach übel unterhaltsam. Okay, 2 Punkte habe ich gefunden. Sehr, sehr gut. Oh, oh. Oh, hier ist ein Chat. Lol. Ist Animatronic. Halt's Maul. Oh Gott. Okay, ich muss hier am Fenster stehen. Mega unauffällig. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Teil des Spiels, den finde ich sehr, sehr geil. Also das macht mir Spaß. Ich bin ein großer Fan von so Home Invasion Horror. Das ist awesome. Da gibt es halt leider nur erstens viel zu wenige Spiele und von denen, die es gibt, sind auch bloß 2 gute oder so. Jo. Er kommt doch nicht, ne? Ist es schon zu spät? Gott, der steht bestimmt schon in meinem Raum, Alter. Ich höre schon seinen Hosenstall aufmachen. Ach, come on. Bitte geh weg. Boah, ich weiß nicht. Scheinbar doch. Ich habe nicht gesehen, wie der zurückläuft. Oh, da habe ich aber jetzt ganz wenig Vertrauen. Okay. You suck? Nice. Einfach mega angenehmer Chat. Ich checke erstmal so die signifikanten Punkte eines Bildes. Aber so an Türknäufen, Augen und so, Spitzen. Gibt Chat vielleicht doch irgendeinen Hinweis? Der hat doch schon durchgespielt. Der hat sich schon ein Tutorial auf YouTube angeschaut. Das würde niemals funktionieren. Mach's aus. Boah, der verändert immer, der ruckelt immer so die Richtung, wenn man an der Tür ist, kurz vor dem Lichtschalter. Irgendwas ist da. Mach das weg. Ich will das da nicht. Mag auch keine Gesellschaft, wenn ich hier einmal dabei bin, die Sachen aufzuzählen, die ich ablehne. Keine Ahnung. Scheinbar muss ich nicht warten. Eventuell auch erst, wenn ich zu spät das Licht ausmache, dann kommen die wirklich hier vorbei. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie das ist. Oh, scheiße! Das Icon ist rot geworden. What? Aber ich hab doch da drauf geklickt. Oh, ich hab keinen Plan, ob ich das jetzt zufälligerweise richtig gemacht hab. Ansonsten bin ich eh gleich tot. 303. Okay. Ist hier ein Punkt? Oder war das dieser Hinweis? Ich glaube nicht. Weil der hat gesagt, wenn Icons ihre Farbe verändern oder irgendwie so glitchy sind, dann versucht mich jemand zu tracken. Und wir gucken gerade 1300 Leute zu. Da wird vielleicht der ein oder andere Scharlatan dabei sein. Oh, hier. Oh, krass. Okay, das war Punkt Nummer 3. Wird das immer gefährlicher irgendwie? Oh, ich weiß es nicht. Boah, das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Okay. Unlock 669940, right? Ja, nice. Alter! Oh mein Gott, da kriege ich so Gänsehaut bei dem Sound. Oh! Yo, der geht hier vorbei, ne? Sieht das Licht, es schließt aus, sieht das hier Licht aus und denkt dir, na, es wird auch nicht so. Okay. Yo, das war's, ne? Das reichte.
Uff. Ah! Ich glaube, so macht das irgendwie Sinn, wenn ich die Bilder halt irgendwie so durchgehe. Gut, war er eventuell nicht so der Meinung. Okay, boah, mein Herz. Meine Güte. Also, ich muss unbedingt nachgucken, was dieser Hinweis ist, wie man die Codes sieht. Und ich muss herausfinden, was dieser 1337-Modus ist. Ja, genau. Settings? Ich kann hier nichts weiter einstellen. Okay, gut. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr da noch eine Folge seht, dann knallt mal einen Daumen nach oben raus. Wenn das Game halt super gut bei euch ankommt und ich das sehe, dann mache ich da gerne noch eine Folge zu. Ja, ist sehr interessant. Die Jumpscares, die sitzen auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, ist ganz cool. Ist so leicht trashig, aber schon gut gewürzt, muss ich sagen. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall mal einverleiben. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und macht's gut.